Thymian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schlechtes Gewissen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ein schlechtes Gewissen habt, haben solltet oder vielleicht mal hattet und das Ganze hat sich dann irgendwie aufgelöst. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Erste Anruferin Jennifer heute Nacht. Jennifer ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jennifer. Du hast ein schlechtes Gewissen? Ja. Warum? Ich habe meinen Mann betrogen, vom halben Jahr. Ja. Bin jetzt mit ihm verheiratet seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Ja. Das heißt, da warst du 16, als ihr geheiratet habt. Mhm. Warum habt ihr so früh geheiratet? Weiß nicht, aus Liebe. Mhm. Ist er auch in deinem Alter? Nein, der ist 3 Jahre älter. Mhm. So 4 Jahre verheiratet. Mhm. Vor einem Jahr ist es passiert. Ja. Ist es einmal passiert? Nur einmal. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Was war das für ein Fremdgehen? Ich war bei meinen Eltern in Polen zum Besuch. Mhm. Und ich habe halt jemanden kennengelernt, ganz kurzfristig. Mhm. Und ich hatte mit dem nur eine Nacht gehabt. Bitte? Nur eine Nacht. Nur eine Nacht. Mhm. Ja. Und ich wurde schwanger. Mhm. Und habe es erst in der 9. Woche mitbekommen dann. Aha. Und ich habe auch den leiblichen, biologischen Vater gesagt. Versucht zu erreichen, habe ihn auch erreicht. Mhm. Er will auch nichts mit mir zu tun haben und er hat gesagt, ja, nein, es geht auch nicht. Ja, und jetzt bin ich halt immer noch mit meinem Mann zusammen, er denkt, dass es sein Kind ist. Das Kind ist da? Das Kind nein. Ist... Nein? Noch nicht. Noch nicht? Mhm. Es kommt jetzt an. Mhm. Ja, und er denkt es ja, dass es seins ist. Ja. Wann erwartest du das Kind? Im März. Im März. Mhm. Dann war das Fremdgehen doch ein bisschen später, nicht vor einem Jahr. Nein, vom halben Jahr. Vom halben Jahr, von meinem Jahr. Mhm. Dein Freund, dein Mann glaubt, dass es von ihm ist. Ja. Oh weia. Oh weia. Das belastet dich aber wahrscheinlich kolossal, ne? Ja, ich kann nachts halt nicht schlafen und so. Mhm. Gibt es jemanden, der das weiß, mit dem du dich darüber schon besprochen hast? Nein, mit gar keinem. Ich könnte das gar nicht jemand erzählen. Es weiß also nur der leibliche Vater, der weiß es. Ja. Mhm. Wir gehen nochmal zurück. Wie lange warst du in Polen zu Besuch? 1 Woche lang. Noch. 1 Woche nur? Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du da dann gerade in dieser 1 Woche schwach geworden bist und bist fremdgegangen? Was war da los mit dir? Ich weiß es gar nicht. Das war eher die Lust nach jemand anderem. Mhm. Auch die Unzufriedenheit vielleicht in der Beziehung, in der Ehe? Ja, viel Stress und so. Mhm. Es ist wahrscheinlich dein erster Freund gewesen, dein Ehemann, oder? Mhm. Mhm. Ja. Und wenn man so jung sich bindet und so jung verheiratet ist, ist das natürlich auch irgendwie normal, dass man nach einigen Jahren vielleicht auch unzufrieden ist oder vielleicht auch eine neue Erfahrung machen will und so weiter. Damit will ich das natürlich nicht rechtfertigen, was da passiert ist. Warum hast du ohne Verhütungsmittel mit dem anderen geschlafen? Also wir haben uns schon verhütet. Ihr habt Kondome benutzt? Ja. Der erste ist gleich geplatzt und so, gerissen. Mhm. Ja, danach konnte ich, das war... Jetzt bist du schwanger von irgendeinem Typ aus dem fernen Polen, der mit dem Kind gar nichts zu tun haben will. Nein, mit gar keinem. Du kennst ja deinen Mann gut. Ihr seid 4 Jahre zusammen und kennt euch in- und auswendig wahrscheinlich. Was meinst du, wie der darauf reagieren würde, wenn du dem das erzählen würdest? Oh, naja, ich glaube nicht so gut. Nein. Was heißt nicht so gut? Ich weiß nicht, ich glaube, er würde sich von mir trennen. Ich weiß es nicht.
Liebst du deinen Mann noch? Ja, sehr. Sehr? Mhm. Das ist eine Situation. Was hast du so überlegt in den letzten Monaten? Gab es die Überlegung, ich muss es sagen, ich werde die Last sonst nicht los? Oder gab es mehr die Überlegung, das wird jetzt das Geheimnis meines Lebens sein, ich werde nie was sagen? Nein, ich wollte es ihm erzählen immer. Hm. Aber dieser Kummer. Hm. Ich konnte es ihm gar nicht erzählen. Hm. Wohin tendierst du mehr innerlich? Zum Erzählen, wenn auch die Angst groß ist? Oder eher zum Schweigen? Angst wie zum Beiden. Hm. Das ist ja das Problem auch, ne? Hm. Das ist das Dilemma. Hm. Könntest du dir vorstellen, dass er sagt, okay, das ist sehr schlimm, was da passiert ist, aber ich liebe dich, Jennifer, so sehr, dass wir versuchen, das gemeinsam hinzukriegen und ich bin bereit, auch das Kind zu akzeptieren? Ich weiß nicht. Ist gar nicht einzuschätzen. Mhm. Jetzt muss man sich überlegen, wenn du jetzt weiter schweigst, ob du mit dieser Gewissenslast und dieser Gewissensnot auskommen kannst, leben wirst können. Das ist die große Frage. Oder ob es nicht nach einem gewissen Zeitraum so erdrückend wird und eigentlich, je länger du wartest, desto schlimmer wird das Ganze ja. Wenn man das relativ frühzeitig beichtet, dann ist es nicht so gravierend, als wenn du es vielleicht in 4-5 Jahren ihm sagen würdest. Ja, ich glaube das schon. Ich weiß nicht mal, wie er reagieren wird. Mm, mm. Also Jennifer, so hart das auch ist, finde ich, dass du in dieser Situation, in der du jetzt lebst und in die du hineingeraten bist, sagen wir es mal so, dass du ihm das sagen solltest. Mhm. Und mit allen Konsequenzen rechnen musst, dass er dich verlässt. Vielleicht. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, die habe ich hier auch schon gehört in der Sendung, wo Männer das ihren Frauen vergeben haben. Und die das Kind, was da entstanden ist in der Fremdgehnacht, genauso akzeptieren wie dann später ihre eigenen Kinder. Aber es kann halt alles passieren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube einfach, dass es für dich und auch für eure Beziehung besser ist, das zu sagen. Weil sonst hast du so eine ungeheure Lüge zwischen euch stehen und auf dir lasten. Daran kann man auch zerbrechen, an so etwas. Ja. Es gibt auch Fälle, die das ganze Leben das durchziehen. Aber ich wäre schon in diesem Fall für den bitteren Weg der Ehrlichkeit. Ja, das ist schon okay. Hm. Das wird sein. Hm. Das Beste. Hm. Ja. Wenn du mit deinem Mann gesprochen hast, würde ich gerne, wenn du dich dazu entscheiden solltest, mhm. Würde ich gerne mal mit dir sprechen. Ja, das ist schon. Ja. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Jennifer. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt schlechtes Gewissen. Habt ihr aktuell im Moment ein schlechtes Gewissen? Oder gibt es eine Tat, ein Vorkommnis in eurem Leben, das euch ein schlechtes Gewissen eigentlich machen sollte und ihr es vielleicht gar nicht habt? Kann ja auch sein. Oder es kann auch sein, dass ihr schon sehr, sehr lange in eurem Leben, seit Jahren, etwas mit euch herumtragt, das euch sehr belastet, das euer Gewissen schwer, schwer, schwer nach unten zieht und ihr noch nie mit jemandem darüber gesprochen habt. Wenn ihr darüber reden wollt, vielleicht kann man ja auch irgendwas beraten gemeinsam, sofern es noch irgendeine Lösung gibt, aber meistens gibt es ja schon irgendeinen Lösungsansatz, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 111 und mailt unter 1live.domian@wdr.de. Sandra, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sandra. Hier ist Sandra. Und zwar mein schlechtes Gewissen ist, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Also ich habe vor 2 Monaten mit meinem Freund geschlafen. Mhm. Und ich wollte eigentlich bis zur Ehe warten. Mhm.
Warum wolltest du bis zur Ehe warten? Ja, ich denke, weil ich damit aufgewachsen bin. Es einfach für mich wäre das besser gewesen. Mhm. Das heißt, du bist so erzogen worden? Ja. Bist du christlich erzogen worden? Oder? Ja, ich bin katholisch, ja? Aber es liegt wahrscheinlich auch an der Mentalität. Südländische Mentalität. Ah ja, das heißt, die Familie kommt von woher? Italien. Aus Italien? Mhm. Streng katholisch? Ja. Traditionell? Genau, ja. Mhm. Ist das so gewesen, dass deine Mama dir das immer so gesagt hat? Ja, nicht nur meine Mama, alle Verwandten, meine Tanten, meine Cousins. Ich habe so junge Cousins, die sind alle so 30, 25. Mhm. Und die haben alle gemeint, ja, du musst Jungfrau bleiben bis zur Ehe, sonst heiratet dich später keiner. Mhm. Und damit bin ich halt aufgewachsen. Mhm. Sind denn die Jungs auch so streng mit sich selbst? Nee, also die Jungs, die machen, was sie wollen. So, da haben wir es nämlich schon wieder, ne? Ja. Und ihr Mädels sollt euch zurückhalten, ne? Ja. Die alte große Ungerechtigkeit, ne? Genau. Mhm. Bist du hier in Deutschland geboren? Ja, ich bin geboren und aufgewachsen. Geboren und aufgewachsen. Also halb Deutsche quasi, halb Italienerin. Ja, so. Ja. Jetzt hast du einen Freund. Ja, bin verlobt seit 2 Jahren. Schon verlobt? Ja. Mhm. Und ihr fangt so früh alle an, das ist ja unglaublich. Ja. Und habt ihr euch sehr gerne, sehr lieb? Ja, ich denke schon. Also ich liebe ihn auf jeden Fall über alles. Habt ihr jetzt erst einmal miteinander geschlafen oder schlaft ihr schon regelmäßig? Also seitdem regelmäßig. Seitdem. Und wann war das genau? Vor 2 Monaten. Mhm. Das heißt, du warst sehr lange mit deinem Freund zusammen und da ist sexuell gar nichts gelaufen? Nee, also wir sind uns schon näher gekommen. Mhm. Das war auch für mich die erste Beziehung, ja, kann man so sagen, bei der ich so weit gegangen bin. Und ja, dann kam es immer weiter. Bis jetzt zum Punkt. Also näher gekommen heißt, dass so den ganzen Petting-Spaß und so habt ihr euch schon gegönnt. Ja. Und da hattest du kein schlechtes Gewissen, das zu machen? Nein, beim Petting nicht. Ja. Der kam erst danach. Also es ging jetzt nur darum, dass du deine Jungfrauenschaft sozusagen verloren hast. Genau, ja. Hat dein Freund dich dazu gedrängt? Oder war es schon auch wirklich eine Entscheidung von dir, dass du sagst, ach, jetzt möchte ich es auch doch machen und erleben? Nee, es kam einfach unerwartet, denn er hat es zwar oft versucht, es ging aber nie. Ja. Und irgendwann mal halt ging es. Mhm. Hast du es währenddessen genießen können oder hattest du währenddessen auch schon ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen. Schon währenddessen, da war so mit Lust und Spaß und Orgasmus und so war da nichts. Nee, gar nichts, bis heute noch nicht. Bis heute noch nicht. Das heißt, du hast auch so noch keinen Orgasmus gehabt? Du hast Nein. Auch nicht, also, so während dem Petting schon. Das schon. Mhm. Aber beim Sex nicht. Ja. Danach, als es dann passiert war, warst du kreuzunglücklich und ganz verzweifelt? Ich habe richtig geweint. Also das erste Mal, was passiert, da habe ich richtig geweint und konnte auch meinen Vater am Anfang, konnte ich ihn kaum in die Augen schauen. Jetzt geht's eigentlich, aber wenn ich dran denke, habe ich immer noch schlechtes Gewissen. Vor allem, ich habe noch einen Bruder und eine kleine Schwester. Mhm. Und immer, wenn jemand zu denen sagt, ah, deine Schwester ist so hübsch, die hat bestimmt mal, dann verteidigen die mich und sagen, nein, sie wartet und so, sie ist nicht so. Mhm. Und jetzt immer, wenn sie mich jetzt so verteidigen, dann... Hast du noch ein größeres schlechtes Gewissen? Ja, dann erst recht. Ach, Sandra, wenn ich dir das doch nur nehmen könnte. Ich bin so hundertprozentig davon überzeugt, dass du keins haben musst und keins haben brauchst. Und ich halte das für eine sehr schlechte und schlimme Tradition, wo den Menschen so viel Druck angetan wurde, den Mädchen so viel Druck angetan wurde über Jahrhunderte und diese ganzen Dramen, die da passiert sind. Das finde ich also schrecklich. Ich finde es wirklich fürchterlich. Und ich glaube auch nicht, dass man eine schlechte Christin ist, wenn man sich da nicht dran hält. Ich glaube, dass das überhaupt gar keine Relevanz hat, das Ganze. Wer weiß es denn jetzt außer deinem Freund? Niemand. Niemand? Hast du es auch keiner besten Freundin erzählt oder so? Nein, ich könnte schon mit ihr darüber reden, doch ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und durch ihn halt sehe ich niemanden mehr. Mhm. Aber nun kann man ja ein bisschen flapsig da auch rangehen. Es erfährt ja überhaupt niemand. Es kriegt ja keiner mit. Du musst es ja nicht an die große Glocke hängen. Ja, aber ich habe da ja noch ein Problem. Ich habe ja gar nicht verhütet. Und jetzt habe ich noch Gedanken, da bin ich schwanger. Und wenn das soweit wäre, ich will auf keinen Fall ein Kind. Ach so, ja doch nicht. Weil ich
nehme ja keine Pille, es kann ja so. Und er hat auch keinen Gummi genommen. Nein, wir haben sowas nicht, weil wir gar nicht damit gerechnet haben. Oh je. Also er meinte, er hat aufgepasst. Naja, das sind immer so Sprüche mit dem Aufpassen. Ich weiß nicht, ich kenne mich ja damit nicht aus, kann es trotzdem sein. Ja klar, kann es trotzdem sein, klar. Also wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert ist. Und ich will es dir gleich mal ans Herz legen, wenn ihr wieder miteinander schlafen solltet, bitte verhütet, wenn du und ihr auf keinen Fall ein Kind haben wollt. Es ist so, ich bin nicht zum Frauenarzt gehen, die Pille nehmen, dann merkt vielleicht was irgendjemand. Und wenn er Gummis dabei hat, dann sieht die vielleicht irgendjemand. Ja, aber wer soll die denn sehen? Ich weiß ja nicht. Ach na. Nein. Wer wühlt denn in seinen Taschen aus eurer Familie? Kommt er denn auch aus so einer strengen Familie? Ja, seine Mutter ist ja genauso wie mein Vater, so. Kann man sagen. Ist denn da niemand in der Familie, der so ein bisschen lockerer drauf ist? Vielleicht meine Tanten, aber die wohnen alle unten. Also hier sind sie alle so. Wie stellt er sich dir denn jetzt so dar? Tut es ihm auch leid? Tröstet er dich? Oder sagt er, komm, ist nicht so schlimm? Was sagt er? Also in der Nacht, wo ich geweint habe, da hat es ihm leid getan. Also da hat er mich getröstet. Mhm. Aber jetzt für ihn ist es okay. Ich meine, er hat über anderthalb Jahre gewartet. Mhm. Naja. Und für ihn ist jetzt, ich merke es, er ist besser drauf. Ja. Ist es denn für ihn jetzt so, nach dem Motto, der Damm ist gebrochen, jetzt wird das auch immer wieder passieren? Ist das für ihn so klar? Mhm, ja. Für dich auch? Ja, ich kann keinen Rückzieher mehr machen. Nee, Nur ist es geschehen. Ja, jetzt müsst ihr euch nur wirklich um eine ordentliche Verhütung kümmern. Ne? Ja, und wenn das mit der Pille, wenn du da Angst hast, irgendwie erwischt zu werden, dann soll er auf jeden Fall richtig gut immer auf die Gummis achten. Ja. Sandra, das ist natürlich eine Sache, die ich in ein paar Minuten nicht wegwischen kann, so ein schlechtes Gewissen. Das ist ja eine gewachsene, jahrhundertealte Tradition. Aber ich finde immer, dass man mit zwei Argumenten ganz gut rankommt. Einmal mit der ungeheuren Ungerechtigkeit, dass die Männer das dürfen in diesen traditionellen Familien. Das ist doch einfach bescheuert. Das ist doch nicht logisch. Die Mädels dürfen es nicht und die Jungs dürfen es. Ja. So, und das Zweite ist, dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass man ein guter Mensch, eine gute Christin sein kann, auch wenn man sich daran nicht hält. Wirklich. Ich habe ja was mich ja tröstet, denn unsere Hochzeit ist geplant. Das ist schon mal ein Trost. Für wann ist sie denn geplant? Im August. Ach so, dann ist es doch wunderbar. Dann wollen wir jetzt nur hoffen, dass du nicht schwanger bist. Ja, das ist und dann wollen wir alle, die jetzt zugehört haben, schweigen bis August, ne? Damit da nichts rauskommt. Ja. Und dann ist endlich August. Ja, ich hoffe, dass dahin alles gut geht. Und dann kann ich trotzdem im Weiß und mit Schleier heiraten, weil ich denke, er ist ja mein Erster. Und ja, weißt du, was ich auch ganz, ganz, ganz toll finde? Du hast hier nur mit einem Mann geschlafen, mit einem jungen Mann geschlafen, den du lieb hast. Ja, eben. Und das sollte doch das Kriterium sein, dass man die Liebe als oberste Moralinstanz nimmt. Ja, ich bin ja auch irgendwie stolz auf mich, weil ich bin ja jetzt bald 21. Ja. Er ist überhaupt auch mit Petting, davor war gar nichts. Mhm. Ich hatte immer so ein gewisses Stolz und Eingebildetheit. Also ich habe mich nie mit irgendjemand eingelassen, doch bei ihm kam es plötzlich. Aber auch toll, dass er so lange dann auch ausgehalten hat. Und das würde manche ein Junge auch nicht machen. Du würdest sagen, nee, komm, jetzt reicht's mir allmählich mit deinen alten Traditionen. Ich will jetzt auch mal ran, ne? Genau. Und ich will es auch mal erleben. Aber es war ja gerade der Grund, weil er hat ja ein Mädchen gesucht, das noch Jungfrau ist. Ach so. Genauso wie meine ganzen Cousins. Ah, das heißt, er tickt auch so. Die achten darauf so sehr. Ach so. Ja, und die würden keine heiraten, die keine Jungfrau war. Unglaublich. Ja, finde ich auch irgendwie Blödsinn, weil die sind hübsche Kerle und die machen, was sie wollen. Mhm. Ich möchte nicht wissen, mit wie vielen Mädels die vor der Ehe schon geschlafen haben. Genau. Ne? Und bei meinem Freund möchte ich es auch gar nicht wissen. Das hat er dir noch nicht erzählt? Nein, aber er sieht nicht schlecht aus und ich denke, er hat schon einige Erfahrungen, dass ich immerhin ist auch noch 7 Jahre älter wie ich. 7 Jahre älter. Ja, dann wird er natürlich Erfahrungen haben. Ja. Also ich merke schon so ganz, ganz dramatisch, du wirst es für dich irgendwie so eingeordnet kriegen, ne? Ja, es geht halt um meine Familie, meine Geschwister, wenn ich die sehe, schlechte Gewissen kommt. Oder wenn ich alleine bin und nachdenke. Spiel das Spielchen einfach mit, schmunzel drüber
und denke, die wollen so, ich sag's denen so, im Grunde genommen denke ich ganz anders, ja, und genau. Und ich genieße mein Leben. Und genieße auch die Sexualität, wenn du einen Freund hast, den du liebst. Ja, wenn ich mal macht's euch schön. Kommen würde, vielleicht irgendwo. Ja, aber das geht auch nur. Das geht wirklich nur, Sandra, wenn du wirklich ganz locker bist. Genau, und das geht nicht. Ich bin immer so verkrampft. So. Gerade wegen dem Gewissen. Ja, aber da kannst du ein bisschen gegen angehen. Und irgendwann wird es schon funktionieren, wenn du wirklich für dich so ganz entschieden hast, nein, das ist gut, das ist mein Leben, das ist mein Körper, das gehört zu mir, dann kannst du dich irgendwann noch gehen lassen und dann hast du auch irgendwann auch einen tollen Orgasmus. Ja, das war auch der Grund, warum ich bis zur Ehe warten wollte, weil ich wusste, ich habe davor nur schlechtes Gewissen. Ich kann es erst genießen, wenn er mein Mann ist. Sag dir ganz einfach, er ist jetzt mein Mann. Ja. Ne? Ja. Liebe Sandra, alles Gute. Okay, danke schön. Und ja, hoffen wir, dass du nicht schwanger bist. Dann wäre es ja alles ja, noch problematisch. Ja, das ist auch ein Problem. Ja. Aber ich hoffe, ich kriege das hin. Alles Gute. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Helena. 64 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Helena. Helena, Morgen, sagt man. Helena. Helena oder Helena? Helena. Helena. Helena, ja. Kommst du aus Griechenland? Bitte? Kommst du aus Griechenland? Nein, aus Kroatien. Aus Kroatien, ah ja. Aus Kroatien, ja. Hast du schon ein bisschen gemerkt, seine Stimme? Ja. Oh, ein tiefer Seufzer bei dir. Tiefer Seufzer, ja. Schlechtes Gewissen. Weil es, ja, das Problem hat schon vor 10 Jahren angefangen. Mhm. Ich bin jetzt schon seit gut 56er Jahren, also habe ich geheiratet. Ja. Also sind jetzt fast 47 Jahre. Ja. Und seit 10 Jahren ist mein Mann mit dem Schlaganfall. Der kann nicht sprechen. Hm. Laufen tut er schwer, also schreiben, lesen ist alles weg. Wie alt ist er? Er ist jetzt 70. 70. Er war gerade 60, wo ihm der Schlaganfall getroffen hat. Ich war damals 53. Ja. Also sagen wir noch nicht zu alt. Nein. War gut, auch nicht jung. Naja, aber. Und da, gut, da inzwischen, das war immer die Krankheit im Krankenhaus. Und da hat er zwischen mal die epileptische Anfälle bekommen, immer wieder ins Krankenhaus gekommen und so. Hat er im Laufe dieser 10 Jahre mehrere Schlaganfälle bekommen? Gott sei Dank nicht. Das war einmal, aber der war so schlimm, dass er also die ganze Sprache, und die Sprache ist bis heute nicht gekommen, der Verstand ist einigermaßen gekommen. Also er aber hundertprozentig auch nicht, der Verstand? Ja, das weiß man nicht eben, gell. Manchmal guckt er, wenn ich ihm so irgendwie, weil mit tun Kroatisch spreche. Ja, ja. Aber er guckt im Fernsehen, er versteht scheint alles im Fernsehen, was im Fernsehen kommt. Versteht er so, was ich meine. Ja. Nickt er, wenn du irgendwas sagst? Ich muss immer mit Fragen stellen. Ja. Und dann nickt er immer mit Kopfen ja, ja. Und dann nein. Mhm. Aber manchmal bringt das durcheinander. Mhm. Da muss ich dreimal fragen, ist es ja oder ist es ein Nein? Sodass du es nicht richtig einschätzen kannst, was in seinem Gehirn vor sich geht. Ich kann nicht wissen, hat er mich jetzt verstanden oder hat er mich nicht verstanden. Also ich merke schon, eine schwere Belastung seit 10 Jahren. Der Mann ist schwer krank. Jetzt um das schlechte Gewissen, wie es um das Thema geht. Das ist ja das, weil ich habe in der Zwischenzeit, ich habe immer noch gearbeitet in so einer Firma und da habe ich so mal ab und zu halt kennengelernt. Und bin, sagen wir, in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen fremdgegangen. Weil ich habe mich trotzdem nicht, weil er ist mit Sexualität nicht mehr so da. Dein Mann? Ja. Ja, davon gehe ich aus, wenn er so schwer krank ist, dass das nicht mehr funktioniert. Es funktioniert nicht mehr so. Er will es wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Ja, sagen wir mal, nach so 2-3 Jahren. Sagen wir, das war ja 92, ungefähr so 94, 95, habe ich schon gemerkt, dass er die Erregung hatte schon. Ach so, das ging dann noch. Ja, ging schon. Jetzt hast du gerade gesagt, ich bin ein bisschen fremd gegangen. Was heißt denn ein bisschen? Wie oft? Erst war es einmal im Jahr, dann war es mal zweimal im Jahr. Ja. Und dann ist immer ein bisschen mehr. Mhm. Weil ich habe
ich habe gemerkt, dass ich das trotzdem brauche, ja, auch wenn ich jetzt, sagen wir, 53 oder 55 ja, damals klar, war. Klar. Ich habe das doch immer wieder gebraucht. Ist das, hast du einen festen Menschen, mit dem du das machst? Oder wechselst? Ja, das war schon immer dasselbe. Das war derselbe. Immer dasselbe. Gut, aber der war ja selber verheiratet. Aber in dem warst du nicht verliebt? Das war so eine reine sexuelle? Nein, das war nur das Sexuelle. Doch, ja. Ja. Und trotzdem habe ich das immer wieder gebraucht. Und so, gell? Weil ich habe schon gemerkt, sagen wir gerade nach so 3-4 Jahren, dass mein Mann das auch ab und zu braucht. Mhm. Es ist noch irgendwie gekommen. Hast du denn dann auch mit deinem Mann auch noch geschlafen? Habe ich auch. Aber das musst du jetzt dir vorstellen, da muss ich den Mann und die Frau spielen. Mhm. Verstehst? Dann ist er praktisch, da muss ich alles tun. Mhm. Weil er es nicht kann, weil er zu ja, das war nicht die Befriedigung. Mhm. Also das war nicht das, was ich eigentlich von Mann will. Ja. Gell? Da muss ich den Mann spielen und will die Frau und will das alles. Gell? Verstehe. Gibt es diesen Mann, diesen, ich sag's mal, Geliebten, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Gibt's den noch? Hast du zu dem noch Kontakt? Den gibt's auch, da habe ich auch noch Kontakt. Mhm. Und gut, es ist nicht mehr das, was es ist und so, gell? Mhm. Weil in der Zwischenzeit bin ich in die Rente gekommen und dann sind wir uns aus den Augen gekommen. Ja. Dann haben wir ja nicht mehr so viel. Weil ich bin jetzt immer bloß zu Hause und bloß beim Einkaufen. Sag mal, Winter bin ich hier in Deutschland und ab April bis zum September bin ich in Kroatien. Mhm. Und dann habe ich auch so zwischendrin mal so, wie man so sagt, One-Night-Stand und so. Du nimmst deinen Mann aber dann auch mit nach Kroatien? Ja, den nehme ich mit. Ja, weil wir haben da ein Haus gebaut. Ah, ja. Wir haben da ein Haus gebaut, das hat er 80er Jahre, hat er, mein Mann, selber gebaut. Und dann wollten wir eigentlich, so haben wir geplant, dass wir da leben. Und den Lebensabend vielleicht ganz da verbringen würdet. Ja, aber inzwischen ist das gekommen. Und jetzt muss ich das Haus praktisch selber verwalten. Mhm. Da muss, also irgendwie muss man da aber reparieren und das und jenes. Helena, ist der Zustand, der Gesundheitszustand deines Mannes in den letzten Jahren auch noch schlimmer geworden? Es ist eigentlich stabil geworden. Sagen wir, er ist so körperlich. Seine organischen Sachen sind ziemlich gesund. Herz, wie soll ich sagen, Leber und so. Das heißt, und Nieren und alles und so. Gut, er ist bloß die rechte Seite. Er zieht den Fuß in der Hüfte. Also laufen kann er, aber nicht mehr weit. Da habe ich halt einen Rollstuhl, sagen wir so, wenn ich jetzt außerhalb, aus dem Haus. Im Haus läuft er allein ohne Stock. Ja. Wie ist denn das, wenn er zur Toilette gehen muss? Kann er das alleine? Also, Gott sei Dank ist das alles normal. Das normal. Also er tut sich in der Früh selber anziehen, ja, selber ausziehen und selber geht ins Bett. Aber wir haben jetzt seit fast drei Jahre getrennte Schlafzimmer. Und er kann auch alleine auf die Toilette gehen? Er kann alleine auf die Toilette gehen. So, das Einzige, wo sich im Baden muss, also duschen, gell, rasieren, gut ab und zu Haare schneiden und so, die Kleinigkeit und so, was man so macht. Dieses Fremdgehen, was da jetzt passiert ist in den letzten 10 Jahren, hast du den Eindruck, dass dich das so von deinem Mann auch ein bisschen weggebracht hat, dass du deinem Mann weniger zugetan bist, weniger liebst? Ja, stimmt, ja. Wegen des schlechten Gewissens. Also ich, wie soll ich sagen, ich empfinde gar nichts wie ihm. Es ist auch manchmal auch kein Mitleid. Mhm. Es ist einfach manchmal, mir kommt es vor, als wenn er der fünfte Rad im Wagen wäre. Mhm. Also wie so ein Klotz am Bein. Ach so. Da habe ich mich öfters ertappt, dass er mir einfach wie ein Klotz am Bein steht. Und du pflegst ihn aber aus Verpflichtung? Ja, also ich sag mal, ich gehe meine Pflichtungen nicht, also ich lasse nicht nach. Und wenn er immer sagt, ich sag, ach, das wird schon gut kommen. Damals habe ich gesagt immer, ach komm, wenn ich in die Rente komme, dann wirst du gesund, gell? Aber ich merke, dass es überhaupt nichts ist. Aber ich mache ihm immer Mut, ach komm, in ein paar Jahren, das wird schon gut. Bist du denn permanent freundlich zu ihm? Oder gibt es da auch so Aggressionen in dir gegen ihn? Ich versuche, freundlich zu werden, aber ich sage ja, das habe ich mal erzählt, das war das erste Mal, das war gerade letztes Jahr.
da sind wir in Urlaub gefahren und er will immer, obwohl er kein Geld braucht, weil er geht ja nicht zum Einkaufen. Er braucht kein Geld in sein, aber er will immer ungefähr, sagen wir, 100, gut, früher waren es ja in Mark, jetzt in einen Euro, da hat er, letztes Jahr hat er so ungefähr 150 Euro gehabt. Und die hat er ja verschenkt, weil er hat ja in Kroatien, hat er ja irgendwelche Verwandten, so Neffen und so. Wie kann, darf ich da unterbrechen? Du sagst ja, dass er nicht sprechen kann. Wie kann er dir das denn mitteilen, dass er Geld haben möchte? Er tut seinen Geldbeutel. Er hat seinen Geldbeutel immer in der Tasche, wenn der leer ist, dann macht er den Geldbeutel und die da will er einfach das Geld rein. Und hat das Geld verschenkt? Ja. Und da sage ich, was brauchst du Geld? Du gehst ja nicht einkaufen, du kaufst ja nichts ein. Ja, aber wer will sagen? Na gut, dann gebe ich ihm halt. Und dann, wo ich letztes Mal, das war ja gerade so kurz nach Ostern, war es letztes Mal, wo ich also letztes Jahr, und nach 2-3 Tagen waren die 150 Euro, waren die weg. Dann habe ich gesagt, ja, wo hast du das Geld? Du kannst das nicht ausgegeben haben. Die hat er verschenkt. Aber er kann mir ja nicht sagen, wenn Und da warst du schon ein bisschen wütend auf ihn? Da war ich schon wütend. Aber ich sagte, ja, wenn ich jetzt, weil ich zahle, wenn mir jemand was macht, dann zahle ich. Gut, wenn mir jetzt jemand irgendwie das Haus bewacht. Ja, ich verstehe. Über Winter ist jemand da. So, Helena, jetzt wollen wir mal auf das schlechte Gewissen kommen. Ja. Ich neige dazu, es so einzuordnen, dass ich sage, dass du eigentlich kein schlechtes Gewissen haben musst. Ich finde, dass du gehst deiner Pflicht nach und pflegst deinen Mann, der schwer krank ist. Was für ein Gefühl du zu deinem Mann hast, darüber kann man als Außenstehender sowieso nicht urteilen. Dein Mann ist schwer krank und dass du ein Bedürfnis hast, auch nach Sexualität, dieses noch zu erleben und das nun wirklich nicht im Rahmen der Beziehung zu erfüllen ist, finde ich das nicht verwerflich, wenn man sich das dann auch noch woanders sucht. Wenn du deinen Pflichten auch noch nachkommst, deinen Mann ordentlich zu versorgen und zu pflegen. Meinst du, dass das nicht schlimm ist, wenn ich irgendwie mal so ein bisschen... Ich finde es nicht schlimm, nein. Ich fände es viel schlimmer, wenn du deinen Mann vernachlässigen würdest, aber wenn du ihn weiter pflegst und zu ihm stehst. Das tue ich nicht, gell, weil ich habe gesagt, ich kann ihm ja nicht. Viele haben, ich weiß, dass mir so einige Menschen haben gesagt, ach, wenn das eine andere wäre, die hätte ihn schon längst verlassen. Und ich hätte ihm gesagt, mein Gott, ich kann ihn doch jetzt nicht verlassen. Nein, das kann man jetzt, wenn er mich meistens braucht, weil das sind ja fast 50 Jahre, das kann man ja nicht putschmeißen. Genau, ich finde, dass man, wenn man das zusammenfasst, man sagt, wenn du wirklich gut zu ihm bist und du ihn gut betreust und weiterhin pflegst, finde ich, dass es okay ist, wenn du dir diese anderen Sachen irgendwo oder bei wem auch immer holst. Ich finde es okay. Ja. Alles Gute. Gut, ja. Alles Liebe. Also, danke. Auf Wiederhören. Ade, tschüss. Sie sprach so schön schweizerisch, ne? Es klang gar nicht kroatisch. Es klang wie aus der Schweiz. Susanna, 35 Jahre, guten Morgen. Hallo Susanna. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich mit dir wirklich verbunden. Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, ich habe jetzt damit nicht gerechnet. Dass du doch noch drankommst, oder? Ja, eben, nee, überhaupt nicht. Ich kenne das System nicht. Das tut mir jetzt leid, weil ich ein bisschen... Das macht ja überhaupt nicht. Ich bin etwas verlegen jetzt. Kann ich verstehen. Ich habe ganz rote Ohren. Die sehe ich ja nicht. Also ist es auch gar nicht schlimm. Und selbst wenn ich sie sehen würde, wäre es auch nicht schlimm. Okay. Susanna, 35, ja. Ne? Das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Auch ein schlechtes Gewissen. Ja, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 1,5 Jahre jung. Ja. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das jetzt auf Video aufgenommen, um mich vielleicht irgendwann mal zu schalten oder das meiner Tochter vorzuspielen. Ja. Wir fangen mal einfach an. Ja. Ja. Also die Tochter ist 1,5 Jahre alt. Ja. Mhm. Ja, meine Tochter ist sehr schwer krank. Was hat sie für eine Krankheit? Das kann man bis jetzt noch nicht sagen. Also meine Tochter hat, erkläre es jetzt mal, wir müssen die Kuh von hinten aufrollen, sage ich jetzt einfach mal so. Meine Tochter hat Asthma im 8. Stadium, das musst du dir vorstellen, wie ein erwachsener Mensch in unserem Alter jahrelang in der Kuh gearbeitet hat und keine Atemluft mehr bekommt. Und dann kommt hinzu, dass sie noch Zolderkrupp hat, dann schweres ist Asthma. Dann kommt noch zu, Asthma habe ich eben schon mal gesagt, Entschuldigung, schwerste Bronchitis.
Stoffwechselstörung und Leukämie im ersten Stadium. Und Leukämie auch noch. Mhm. Gott, ist das Kind ja nur wie schwerstkrank. Ja. Mhm. Ja, und ich mache mir heute Vorwürfe, und das ist halt ein Thema in der in deiner Sendung, schlechtes Gewissen. Ich habe von Anfang an eine Risikoschwangerschaft gehabt. Mhm. Und habe Medikamente bekommen. Ich sage jetzt einfach mal so, bis zum Abwinken. Mhm. Und die Ärzte haben dich gewarnt? Jein und ja auch. Also ich bin mehrere Kliniken durchlaufen in der Schwangerschaft. Mhm. Die einen haben zu mir dann gesagt, ja, sie schaffen das schon. Die anderen haben mir zum Schwangerschaftsabbruch geraten. Aber im Endeffekt war ich dann in der Entscheidung, ja, dass ich, entschuldige bitte, ich bin sehr nervös, weil ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier, hier vom Boden werde. Ist ja überhaupt kein Thema. Lass mich mal kurz noch fragen. Also, dass das alles riskant ist und kompliziert ist, war schon sehr früh klar. Ja, das war ab der 10. Schwangerschaft. Ab der 10. Schwangerschaftswoche schon. Warum eigentlich? Warum war es so kompliziert? Und Mein Körper hat sich dagegen gewehrt. Gegen die Schwangerschaft? Ja. So kann man es sagen. Ja, also erstens ist die Schwangerschaft nicht festgestellt worden. Mhm. Und ich wusste also vom ersten Tag an, also wo es passiert ist, dass ich schwanger bin. Ich habe so und so viel Schwangerschaftstests mitgemacht und hast nicht gesehen. Und im Endeffekt war es dann eben so, nein, sie sind nicht schwanger. Mhm. Ja, und dann war ich dann doch schwanger. Und dann hat man dann irgendwann den Blinker, sage ich immer so schön, ne, gesehen. Und man hat mir Hoffnung gemacht und mir ging es dann immer dreckiger. Mhm. Also mir ging es scheiße. Wobei da ja auch nicht mehr viel Zeit gewesen wäre, die Schwangerschaft abzubrechen. Das waren nur noch 2 Wochen. So. Und dann war ich dann in der 14. Schwangerschaftswoche, war ich zum ersten Mal, also stationär behandelt worden. Und dann hat man mir noch Hoffnung gemacht. Und als ich das nächste Mal war, da war ich in der 16. Schwangerschaftswoche. Ja. Und dann hat man gesagt, machen Sie das Kind weg. In der 16. Schwangerschaftswoche? Ja. Also ich hätte alle Voraussetzungen, weil der Uterus hatte sich abgelöst und das war das und jenes Problem. Mhm. Und ich sollte mein Kind wegmachen lassen. Und da habe ich gesagt, nein. Also wenn ich so weit gekommen bin, also dann muss es der liebe Gott entscheiden. Mhm. Also es war meine Einstellung zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das hätte man unter diesen Umständen machen können, ja? Ja, bis zum 7. Monat. Mhm. Hätte ich mich gegen die Schwangerschaft entscheiden können. Aufgrund der großen Problematik der Schwangerschaft. Mhm. Und der Gefahr, dass das Kind sehr, sehr krank ist oder behindert wird oder so etwas. Und ich habe aber trotzdem 2 Fruchtwasseruntersuchungen in der Zeit machen lassen. Mhm. Und da kam auch aber nichts raus. Aber der Fötus hatte sich, oder damals mein Kind dann wiederum, wo es weiter fortgeschritten war, zwischendurch war sie unterentwickelt. Mhm. Ist ja heute mein Kind. Also ich kann ja heute von einer Analyse sprechen. Ich bin ja heute etwas schlauer wie damals. Sag mal, Susanne, wenn die das... Ich meine, das ist ja nur eine harte Aussage, zu sagen, in der 16. Woche das Kind entfernen zu lassen. Das wäre ja keine normale Entfernung gewesen. Also ich hätte ja eine Totgeburt machen lassen. Ja. Was war denn zu der Zeit so schlimm, dass die Ärzte oder dass man das zu dir gesagt hat? Also ein Teil der Plazenta hatte sich abgelöst und ich hatte Blutungen und das Kind ist nicht mehr richtig versorgt worden. Mhm, von meinem Körper her aus. So, da hast du über die Entscheidung gefällt, das muss jetzt das Schicksal, nennen wir es liebe Gott, wer auch immer, soll es entscheiden. Ich möchte da nicht eingreifen. Ich wollte da nicht eingreifen. Mhm. Dann hast du das Kind bekommen und es war gleich klar, dass es sehr schwer krank ist. Nein, überhaupt nicht. Ich bin dann also jetzt ein Jahr lang also von einem Arzt zum anderen gelaufen. Ich habe also so eine Berg- und Talfahrt mitgemacht mit meiner Tochter. Das habe ich nach der 2. Woche, wo sie zur Welt gekommen ist, erfahren. Ach so. Also da stimmte, ich hatte ein Schreikind, ich hatte alles, ich habe alles durch. Ne? Also, es gibt nichts, was ich nicht durch habe. Ich weiß auch, deine Sendung, die geht auch nicht so lange, weil ich gucke sie mir ja schon seit Jahren an. Ja. Wie würdest du das schlechte Gewissen begründen? Was würdest du sagen? Ich habe deshalb ein schlechtes Gewissen. Weshalb? Weil ich es zugelassen habe in meiner Notsituation, in der ich damals stand, dass man mir so viel Medikamente verabreicht hat. Mhm. Du meinst, und dass also, mir immer versprochen habe, ich kriege ein gesundes Kind. Mhm. Du meinst also, wenn du eingegriffen hättest und hättest gesagt, nein, ich will diese Medikamente gar nicht haben, wäre die Chance größer gewesen, dass das Kind
gesund oder gesünder ist. Ja. Ist es nur so eine Annahme oder hat dir das sogar vielleicht irgendein Fachmensch so bestätigt? Ich darf ja jetzt niemanden angreifen, ne? Das ist ja auch meine Problemsituation. Also allein wenn du schon Cortison während der Schwangerschaft bekommst, ne, damit die Lungenflügel des Kindes, weil ich ja auch eine Risikoschwangerschaft hatte, mein Kind ist ja auch 8 Wochen früh zur Welt gekommen. Ne? Das ist ja auch wieder eine Problematik, dass sie wieder alleine atmen kann. Ne? Also so viele Dinge oder Faktoren spielen eine Rolle. Aber wenn ich das alles gewusst hätte im Vorhinein, hätte ich irgendwann mal gesagt, ab der 28. Woche haben die Kinder heute eine große Chance, vernünftig zur Welt zu kommen, ohne Folge. Also ich wiederhole meine Frage nochmal. Diese These, die du für dich formuliert hast, ist die bestätigt worden von einem Arzt schon? Nein. Noch nicht? Bestätigt keiner. Weil keiner weiß ja, woher das kommt mit meinem Kind. Ist es letztendlich dann auch ein Vorwurf, den du auch doch in dir trägst, dass dich damals keiner gewarnt hat, dass damals niemand gesagt hat, nee, hören Sie bloß auf damit, Sie erhöhen die Chancen für das Kind, wenn Sie diese Medikamente nicht einnehmen? Ja, würde ich sagen, ja. Leider Gottes, ja. Nun ist alles so, wie es ist. Ne? Ja. Das ist ja alles nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, das womit ich leben muss. Ne? Ich will dir aber etwas sagen, wovor ich hohen Respekt habe. Ich habe hohen Respekt vor deiner damaligen Entscheidung zu sagen, nein, ich will das Kind doch haben. Und das soll, wenn, dann eine höhere Instanz entscheiden, ob es stirbt oder nicht. Ich möchte es versuchen. Ich möchte da dem Leben eine Chance geben. Das finde ich schon sehr respektabel. Wenn dir viele, viele Mediziner abgeraten haben und dich auch in Angst und Schrecken versetzt haben. Ja, aber weißt du, Domion, oder Jürgen heißt ja im Grunde, ne? Das Problem ist, meine Tochter ist, ich weiß nicht, ob sie es schaffen wird, die liegt auf der Intensivstation. Gibt es denn Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Ja, die Hoffnung gibt es 50%. Immerhin. Wenn sie 7 Jahre alt wird, meine Tochter ist 1,5 Jahre alt. Ich hatte es gerade am Anfang so verstanden, dass die Hoffnung noch viel kleiner ist. Aber so 50% ist immerhin 50%. Ja, aber sie muss erst 7 Jahre alt werden, um 50% zu erreichen. Meine Tochter ist erst 1,5 Jahre alt. Und all die Medikamente, also mittlerweile sagt man mir schon in den Kliniken, ne, hätten sie das nicht gekriegt und das nicht gekriegt und hätten sie das nicht gemacht, Wie gesagt, ist das alles passiert. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube, in solchen Fällen, wenn man so etwas erlebt hat im Leben, dass man ein schlechtes Gewissen hat aufgrund eines Vorkommnisses, was nun wirklich nicht mehr rückgängig zu machen ist. Was muss man? Ich würde ja auch heute ehrlich sagen, ich würde dasselbe wieder tun, aber man schlechtes Gewissen ist meinem Kind gegenüber, weil sie ist ein Sonnenschein. So. Egal was sie... Und jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Wenn so etwas im Leben passiert ist, dann hat man die einzige Chance, dieses vielleicht wieder gut zu machen, wenn man es überhaupt wieder gut machen kann. Indem man sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft konzentriert und da alles, das Allerbeste und Allermöglichste macht, was man tun kann. Und da bin ich schon als alleinerziehende Mutter, kriegst du kaum Hilfe. Ja, okay, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin sicher, dass du alles tun wirst, was deinem Kind gut tut. Und dass du alles dran setzen wirst, um deinem Kind beizustehen. Und das ist, glaube ich, auch die Methode, das Mittel, wie du gegen dein schlechtes Gewissen vorgehen kannst, indem du jetzt alles für dein Kind tust. Das glaube ich. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher, Susanna. Ich wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen und deinem Kind. Und denke, dass diese 50% sind 50%, auch wenn alles kompliziert ist, alles schwierig. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, aber ich verstehe dich jetzt nicht. Hast du mich akustisch nicht mehr verstanden? Nein. Dann ist jetzt irgendwas in unserer Leitung. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Du legst mal auf und meine Psychologin ruft dich nochmal an, in der Hoffnung, dass die Leitung dann besser steht. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an, okay? Ja, okay, danke. Okay. Schön. Lutz ist hier. Lutz ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Der erste Mann heute mit einem schlechten Gewissen. Ja. Es geht um Folgendes. Und zwar habe ich übermorgen meine Scheidung von meiner Frau. Und ich habe mich vor 1,5 Jahren von ihr getrennt. Aus dem Grund, weil ich halt gesagt habe, ich tue jetzt mein Leben, was ich eigentlich immer leben wollte, und
das ist halt ein schwules Leben. Aha. Ja. Wie lange warst du verheiratet? 22 Jahre letztes 22 Jahr. Jahre. Mhm. Und wann hast du gemerkt, du bist jetzt 42, wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Ja, in der Pubertät eigentlich schon. Schon? Und ja, hast ja. die ganze, auch während der ganzen Ehezeit, hast du das auch so irgendwie gewusst für dich? Ich habe das gewusst, ja. Hast du das auch gelebt in der Zeit? Eigentlich nicht, erst so die letzten 10 Jahre vielleicht, ja. Mhm. Was heißt gelebt dann in den letzten 10 Jahren? Hattest du einen heimlichen Freund oder hast du deine Sexualität? Ja, so One-Night-Stands mehr oder weniger. Also kritisch wurde es eigentlich erst, wo ich dann wirklich die erste feste Beziehung, erste Liebe vom Prinzip her hatte. Dann ist natürlich dann auch sexuell nichts mehr gelaufen und das hat dann natürlich meine Frau mitgekriegt und dann ist natürlich die ganze Sache ziemlich bergab gegangen. Ist für Sie nicht eine ganze Welt zusammengebrochen, nach so vielen Jahren, als sie erfahren hat, dass ihr Mann schwul ist? Ja, also für sie ist eine große Welt zusammengebrochen. Ja, und deshalb habe ich ihr das schlechte Gewissen, weil sie nimmt das halt auch sehr gut auf. Also sie hat mir vom Prinzip her jetzt verziehen und das ist mein großes Problem, weil sie verzeiht mir die Sache, wo... Also ihr habt im Moment ein gutes Verhältnis wieder miteinander? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Habt ihr Kinder auch? Ja, zwei Mädchen, ja. Wie alt sind die? 20 und 16 ist die kleine. 20 und 16, also die eine ist aus dem Haus wahrscheinlich? Ja, die hat es eigentlich ganz gut aufgenommen. Die Iron, die war, hat das, also gleich, die hat es als erste gewusst. Also, den Mädels war das egal, oder wie? Bitte? Den Mädels war das egal, oder wie? Nee, die Kleine nicht so. Also die nicht Kleine, so. Die hängt schon mehr an ihrer Mutter, ja. Wie oft besuchst du jetzt die Familie oder die Mutter mit den Kindern? Ich vermute mal, dass die beiden Mädels bei der Mutter leben? Nee, die haben eine eigene Wohnung, zwei. Ach, die haben alle schon eine eigene Wohnung? Ja, das hat sich alles so ein bisschen aufgesprengt, die ganze Familie. Also ich habe jetzt eine eigene Wohnung, meine Frau oder Ex-Frau, ich weiß nicht, 2 Tage ist ja aus der Scheidung, hat eine eigene Wohnung und die Kinder haben eine eigene Wohnung, ja. So, aber ihr seht euch doch relativ regelmäßig. Ja, doch. Mhm. Jetzt ist das schlechte Gewissen... Oder habe ich das gerade richtig verstanden, dass das Gewissen sogar noch stärker dadurch geworden ist, dass deine Frau dir das verzeiht? Ja, ja. Erklär mal, warum? Ja, wenn sie jetzt mit mir bös wäre oder schimpfen würde, dann wäre das nicht so schlimm für mich, weil die Böse von der Frau irgendwo... tut mich halt das schlechte Gewissen machen. Das macht dich sehr klein, ne? Ja, ja. Das ist auch sehr groß, finde ich. Ja, ja. Wie lange war sie eigentlich sauer, nachdem sie es erfahren hat? Vielleicht 2 Monate. Nur? Ja, ja. Und dann hat sie schon so gesagt, okay, wenn das dein Ding ist und dein Leben? Ja, ja. Also... Erstaunlich. Sie hat nur gesagt, wenn du glücklich bist dabei und dann leb halt dein Leben, wie du es leben willst. Und aber das bedeutet ja eigentlich auch, Lutz, dass sie sich vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen von eurer Beziehung, von euch verabschiedet hat. Kann das sein? Sonst nimmt man das ja vielleicht auch nicht so hin, wenn man noch brennend an dem anderen interessiert ist. Ja gut, das mag vielleicht sein. Ich meine, die Ehe war nicht mehr die beste zum Schluss, das ist klar. Mhm. Ich meine, umsonst hat man sich nicht getrennt und sonst hätte ich ja nie diesen Schritt gemacht. Also ich habe da. Ja, vielleicht war die Ehe deshalb auch nicht mehr gut, weil du in dir so viel brodelte. Ja, ja. Mhm, ja. Ja, jetzt hat die Frau Größe gezeigt. Und du stehst ziemlich wie so ein begossener Pudel da, ne? Ja. Weil du nämlich 20 Jahre, würdest du, also jetzt mal ganz krass gesagt, würdest du sagen, ich war eigentlich die ganzen letzten 20 Jahre zu feige, um mich zu leben, um das zu leben, was in mir ist? Ja, ja. Auf alle Fälle, ja. Mhm. Ja, damit musst du leben. Ja. Damit musst du leben. Aber es gibt auch hier wieder einen Ansatz, einen positiven Ansatz, nämlich, dass du immerhin jetzt im Alter von 42, wenn auch erst mit 42 oder mit 41 die Notbremse gezogen hast und es getan hast und es gesagt hast. Ja gut, aber das ist halt dieser krasse Widerspruch. Sie verzeiht mir und es ist alles okay ich kann ja mein Leben gar nicht so leben, wie ich es eigentlich möchte, weil das schlechte Gewissen mir das eigentlich vom Prinzip her gar nicht so erlaubt. Ne? Also das verstehe ich nicht. Das heißt, du traust dich jetzt gar nicht so ganz normal zu leben? Trauen schon, bloß es funktioniert halt nicht so ganz. Weil das schlechte Gewissen dich so sehr bremst? Ja, ja.
Konkretisieren wir das mit dem schlechten Gewissen noch ein bisschen mehr. Ja, das macht mich halt... Hat es nur mit der Reaktion deiner Frau zu tun? Oder hat es auch damit zu tun, dass über dich so alles zusammengebrochen ist, ein Bericht, und du dir vorstellst, Mensch, ich habe 20 Jahre letztendlich mich belogen und andere belogen. Ist es das auch? Das eigentlich weniger, plus... wie kann ich das ausdrücken jetzt? Es ist schwierig, es ist... Hast du das Gefühl, dass du das gar nicht eigentlich gar nicht dürftest jetzt, dein Leben zu leben? Dass dir das eigentlich gar nicht vergönnt sein sollte, nachdem was passiert ist? Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Ja, es ist ja noch eine andere Sache. Sie hat jetzt vor 2 Wochen oder so gesagt bekommen, dass sie halt schwer krank ist, dass sie... Also wahrscheinlich Knochenmarkskrebs hat und das ist nochmal so eine Sache, wo mich noch mehr belastet. Verstehe. Sieht jetzt so aus, als ob ich sie verlassen hätte, weil sie krank ist oder so. Aber das ist ja definitiv nicht so. Nein. Das weiß sie auch, ne? Nein, ja gut, das weiß sie auch. Mhm. Bloß es belastet mich schon irgendwo. Mhm. Weil entsteht denn auch jetzt aus dieser schlimmen Diagnose so für dich auch eine große Verpflichtung, dich jetzt weiter um deine ehemalige Frau zu kümmern? Und du dadurch vielleicht auch gehemmt bist, ein für dich schöneres, normales Leben zu leben? Eigentlich schon, ja. Ja, das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Die Frau hat die Größe und hat gesagt, okay, mach du das. Ich verzeihe dir das sogar. Ich verzeihe es dir. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, dass du jetzt auch die Verpflichtung wiederum spürst, jetzt der Frau auch beizustehen, mit der du ja eigentlich gut Freund bist, ne? Das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Das ist gerade finanziell, ich verdiene auch nicht viel Geld und es stehen halt auch Unterhaltsforderungen von ihr aus. Ich meine, gut, sie ist klar, durch die Krankheit kann sie nicht viel arbeiten, kann höchstens 4 bis 6 Stunden schaffen. Und hast du diese Frau eigentlich geliebt? Die Anfangsjahre auf alle Fälle, ja. Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass es, ich habe gerade das Wort Freundschaft so rein, gut Freund reingebracht, dass es eigentlich eine gute Freundin ist? Also ich kann mir vorstellen, wenn das alles über die Bühne ist, dass wir gute Freunde sein können. Mhm. Hast du, während du mit deiner Frau zusammen warst, oft, zum Beispiel auch während du mit ihr geschlafen hast, an Männer gedacht? Ja, doch. Mhm. Hat sie dich das auch gefragt? Jetzt, also danach, nach dem Outing? Mhm. Nee, eigentlich nicht, nee. Mhm. Ja, gut. Da hat die hundertprozentig drüber nachgedacht. Ja, doch. Vielleicht will sie es gar nicht wissen, ist auch gut so, wenn sie es nicht erfährt. Also Lutz, vielleicht hast du wirklich die Chance in dem Unglück jetzt, dass deine ehemalige Frau so krank ist, doch auch einiges wieder gut zu machen an ihr. Indem du nämlich jetzt wirklich zu ihr stehst und als bester, innigster Freund, platonischer Freund an ihrer Seite bist. Sie unterstützt sowohl materiell als auch emotional. Vielleicht kann das auch helfen, dein schlechtes Gewissen ein bisschen zu erleichtern. Du darfst die Frau ja jetzt nicht allein lassen, wo sie so krank ist. Wo die sich so toll verhalten hat dir gegenüber. Da ist ja, finde ich, schon eine Verpflichtung da. Hast du eigentlich einen Freund im Moment? Also im Moment nicht, aber es gab mal so verschiedene Sachen, aber im Moment ist das auch alles ein bisschen blockiert dadurch. Ich verstehe. Aber weißt du, ich finde auch, dass ich das überhaupt nicht dass ich das gar nicht ausschließen muss. Du kannst doch auch dein Leben leben, du kannst doch einen Freund haben, wenn du gleichzeitig und parallel zu deiner kranken Frau, zu deiner kranken Ex-Frau stehst. Das ist doch eigentlich theoretisch möglich. Ja, natürlich. Du musst doch nicht auf das eine verzichten. Aber ich glaube schon, dass dir das helfen würde, wenn du jetzt wirklich sehr intensiv auch der Frau ein Signal gibst, hier pass auf, egal was passiert ist, wir gehören schon zusammen und ich stehe an deiner Seite. Ich stehe dir bei, auch jetzt in der schweren Stunde der Krankheit. Okay. Ich möchte aber trotzdem, dass du nur mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Mhm. Ist das okay? Ja, das ist okay. Das ist die Heide. Du legst auf und Heide ruft dich gleich nochmal an. Jo. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Verena, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Verena.
Und zwar geht es darum, ihr habt seit 7 Wochen einen mega lieben Freund. Mhm. Seit vielen Wochen? 7. 7 Wochen, ja. 7 Wochen, ein ja. mega lieben Freund, also ein Partner. Ja, ja, absolute Traumpartner. Und bin aber fremdgegangen in der 4. Woche. Ach, und warum denn gleich am Anfang? Mensch, da ist man frisch verliebt, da gehst du schon fremd. Ja, das ist ein Arbeitskollege gewesen, mir hat es auch vor der Beziehung mit meinem Freund, hatte mir das sexuelles Verhältnis. Mhm. Und bin jetzt in der 4. Woche schwanger. Von dem Arbeitskollegen? Ja. Es darf nicht wahr sein. Doch, es leider. Es darf nicht wahr sein. Leider doch. Wieso habt ihr nicht verhütet? Komm mir jetzt nicht an mit geplatztem Kondom wieder. Wie ich es immer nein. so höre, nicht? Du hast es ja noch nicht zu mir gesagt. Nein, nee, Ich weiß nicht, es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Das ist mir völlig klar, dass das nicht geplant war. Aber habt ihr nicht verhütet? Nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist die beste Frage überhaupt in diesem ganzen Fall. Ja, du bist frisch verliebt. Du hast, du hast ein Sexverhältnis mit deinem Arbeitskollegen. Ja. Du bist 4 Wochen mit deinem neuen Traummann zusammen und gehst dann nochmal mit dem Ex, mit dem Lover da aus der Firma ins Bett und verhütest nicht? Nein. Warum nicht? Keine Pille, keine Kondome. Nein, weil mein Freund war in der Zeit auf der Montage. Ja. Und da ich Pille nicht unbedingt so gut vertrag und er sowieso nicht da war, habe ich sie abgesetzt gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja gut, da gibt's aber immer noch die Gummis. Tja, hat auch mal keine da. Es war ja nicht, es ist einfach passiert. Also nicht aus dem Alkoholladen raus oder so, es ist einfach passiert. Und das Schlimme ist, mein Freund weiß von dem Kind, er denkt aber, es ist von ihm. Mhm. Und er freut sich mega, mega super drauf, das Kind. Und mich plagt jetzt halt das absolut schlechte Gewissen. Verstehe ich. Den gleichen Fall hatten wir gerade am Anfang der Sendung. Ja, ich hab's beobachtet. Und weil ich halt nicht weiß, ob ich es ihm sagen soll oder nicht. Also für ihn würde die Welt zusammenbrechen, wenn ich Schluss machen würde. Also Verena, ich sag zu dir jetzt genau dasselbe, was ich zu Jennifer am Anfang der Sendung gesagt habe. Ich finde, dass du das deinem Freund sagen musst. Das würde er aber nicht verkraften. Ja. So. Und was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du deinen Freund ein Leben lang belügst, dein Kind belügst und auf dir eben dieses schlechte Gewissen und auch die Lüge lastet. Ja, das schon, aber ich habe schon ein Kind. Mhm. Ne, 1,5-jährigen Sohn von meinem jetzigen Ex-Freund. Wir waren 3 Jahre zusammen. Mhm. Und mein jetziger Freund liebt auch meinen Sohn über alles. Mhm. Also für ihn wäre das auch kein Thema, ich sag mal, ein fremdes Kind in der Beziehung aufzunehmen, beziehungsweise dann auch in der Ehe aufzunehmen. Also, ja, aber das klingt doch gut. Das schon, ja, aber so ein Vertrauensbruch, weil ich immer gesagt habe, Beziehung basiert bei mir auf 3 Säulen, Ehrlichkeit, Vertrauen und Treue. Und große Worte, nichts dahinter, ne, in deinem Fall. Ja, also normalerweise, ja, ich muss ja sagen, war in der ersten Beziehung, wo ich 3 Jahre war, absolut treu. Mhm. Und konnte aber in dem Moment einfach nicht die Finger von meinem Arbeitskollegen lassen. Mhm. Das gebe ich auch ehrlich zu. Mhm. So, ich finde, dass da nur die Radikalkur hilft und Lösung bringt. Auf den Tisch. Da habe ich halt ja, die Angst. Also er wird auf jeden Fall Schluss machen, hast du es steht, definitiv schon fest. Also so gut kann ich ihn auch einschätzen. Mhm. Also. Mhm. Aber du hast nur richtig Bockmist gebaut. Richtig Bockmist. So richtig, ja. Wenn man so frisch verliebt ist und dann schon fremd geht. Bockmist, ja. Absolute Bockmist. Ich habe auch ein tierisch schlechtes Gewissen danach gehabt. Mein Freund mag das mir auch irgendwo an, was los ist. Er ist jetzt schon wieder weg auf Montage. Also, Verena, wenn der das dir jetzt schon anmerkt, ne, was los ist. Er mag halt, dass was nicht stimmt, aber das kann auch sein, weil jetzt mit meinem jetzigen oder mit meinem Ex-Freund, der hat jetzt einige Gerichtsverhandlungen, dass mit mir einfach was nicht stimmt. Eine Freundin von mir, gute Freundin, wo bei mir wohnt, ist schwanger. Und da habe ich sehr viel, ja, Hackmeck, sage ich mal, mit ihrer. Und dann mag halt einfach, dass mich halt irgendwas belastet. Also, das heißt, wenn das jetzt schon so rauskommt, aus dir herauskommt und so Signale sende nach außen, gehe ich mal davon aus, dass das immer schlimmer wird, je mehr Zeit auch vergeht bei dir. Ich wiederhole es nochmal. Ich finde, dass du diesen harten Gang gehen musst. Ich glaube, dass es keine es gibt jetzt keine gute Lösung dafür. Also keine für alle verträgliche Lösung. Mhm.
diese Lösung ist jetzt für dich äußerst unverträglich erstmal. Da kann man auch nur wieder die Hoffnung haben, dass er vielleicht sich doch besinnt und nach einer gewissen Irritationszeit doch sagt, okay, ich liebe die Frau so sehr, ich verzeihe es ihr und akzeptiere auch das Kind. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch alles wieder ganz anders. Das bezweifle mal, dass er das akzeptieren wird. Leider. Verena, die Sendung ist vorbei. Ja. Meine Meinung habe ich dir gesagt. Ich hoffe, dass du zu einer passablen Lösung kommst für dich. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gudrun Hausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.